Ein Highlight der Messe ist das neue Windows XP. Jetzt werden Sie sagen, schon wieder ein neues Betriebssystem, was kann ich denn damit anfangen? Also Windows XP hat eine ganze Menge interessante Features. Ich möchte ein bisschen was davon zeigen. Windows XP gibt es in zwei Versionen, die XP Home Edition und die XP Professional. Die Home Edition ist sozusagen die Weiterführung von Windows 98, 95 für die Besitzer auch als Upgrade-Pfad direkt zu nutzen. Und die Professional Edition, das ist dann praktisch für die Profis die entsprechende Version aus der NT-Schiene. Es ist aber so, dass Home und Professional Edition technologisch eigentlich identisch sind und eine Weiterentwicklung von Windows 2000 darstellen, also auch die modernen Techniken entsprechend nutzen. Die alte 16-Bit-Schiene ist damit endgültig hinüber. Es gibt dann nur noch ein einheitliches Betriebssystem, was das alles macht. Die Home Edition hat ein paar kleinere Einschränkungen, die man beim Heimbenutzer eigentlich nicht braucht. Zum Beispiel, es ist auf eine CPU beschränkt, also eine CPU kann man im Motherboard haben. Das ist eigentlich das, was man auch normalerweise zu Hause verwendet. Und einige der Sicherheits- und administrativen Funktionen fehlen dann entsprechend. Ich zeige Ihnen deshalb auch gleich mal ein bisschen was von der Professional-Version, damit Sie sehen, was da geht. Das ist mit zwei CPUs dann maximal möglich. Kann man sein Motherboard also entsprechend hochrüsten, entsprechende Hochleistungs-Workstations auch damit bauen. Und jetzt gucken wir doch uns mal gleich mal ein bisschen an, was hier geht. Da sind ein paar sehr, sehr schöne Features nämlich dabei. Ich starte es mal hier bei Netzwerkumgebung. Das Erste, was auch den Heimbenutzer sehr interessieren wird, ist nämlich eine eingebaute Firewall-Funktion. Ich mache das mal hier, die findet man unter Eigenschaften hier beim Netzwerk unter Erweitert. Und da gehe ich hier, dieser Computer und Netzwerk schützen, muss man hier aktivieren unter Einstellungen. Und hier können Sie jetzt anklicken, was man von außen über Internet, also zum Beispiel über TDSL und so weiter, erreichen darf. Zum Beispiel einen FTP-Server, wenn ich das hier ankreuze, oder einen Webserver. Und andere Dinge kann ich hier zum Beispiel disablen, sodass man das nicht als Telnet verwenden kann und so weiter. Und da jetzt irgendwelche gefährlichen Manipulationen am Rechner machen kann. Das ist ganz toll, weil so spart man sich natürlich eine extra Firewall, die man sonst hätte vielleicht gebraucht. So, jetzt gehe ich mal hier raus. Und hier muss dann ganz wichtig dieses Kreuz hier nicht vergessen, sonst ist nämlich da alles deaktiviert. Und die nächste Funktion, die ich Ihnen zeigen möchte, hier der Arbeitsplatz sieht auch ein bisschen anders aus. Sehr schön aufgeräumt. Und hier gehen wir mal unter Einstellungen ändern. Und dann zeige ich Ihnen mal, was man hier alles Schönes machen kann. Nämlich eine Funktion, die extrem wichtig ist. Früher war ja immer wieder ein Problem, dass Systeme manchmal abstürzen, dass man die durch irgendwelche fehlerhafte Installationen und so weiter kaputt machen kann. Da hat man jetzt hier keine großen Probleme mehr. Es gibt nämlich hier einen Menüpunkt Systemwiederherstellung. Und da kann ich jetzt hier Computer zu einem früheren Zeitpunkt wiederherstellen. Man kann hier solche Zeitpunkte natürlich auch, sollte man dann auch regelmäßig tun, fixieren und sagen, okay, das System ist jetzt super gut, stabil, habe ich alles, was läuft, meine Anwendungen funktionieren stabil. Und dann kann ich aber, wenn das dann mal nicht der Fall sein sollte, hier gibt es natürlich eine kleine Warnung, weil das sind eventuell ja noch weitere Benutzer dran, kann ich jetzt hier einen Zeitpunkt auswählen, den ich mir vorher entsprechend natürlich gespeichert haben muss und kann das dann restaurieren, habe dann meine Daten wieder entsprechend zurück. Also das ist eigentlich auch eine ganz tolle Geschichte. Jetzt zeige ich Ihnen noch mal was anderes. Das System ist nämlich inzwischen auch multi-user-fähig. Es können mehrere User sich einloggen. Sie werden jetzt sagen, ja gut, das ist nicht so wie früher bei den Großrechnern, wo man da über mehrere Terminals zugreift. Das braucht man hier nicht. Aber der User könnte einen Job starten, zum Beispiel einen umfangreichen Druckjob. Und während der so vor sich hin druckt und arbeitet, mache ich eben kein Abmelden, da würden ja alle Jobs gestoppt werden, sondern ich mache jetzt hier ein Benutzerwechseln. Das ist das Besondere. Ich kann jetzt hier einen anderen, ich nehme mal hier diesen IT-Support, weil der ist auch ein bisschen anders von der Oberfläche, und kann jetzt hier als neuer Benutzer praktisch mitarbeiten. Wenn ein Passwort wäre, hätte man natürlich jetzt noch das Passwort eingeben müssen. Jetzt habe ich hier eine ganz andere Oberfläche. Die Oberfläche ändert sich hier auch dynamisch, diese ganzen Menüpunkte in Abhängigkeit von den Programmen, die man häufiger benutzt, sodass man hier schnell entsprechend zum Beispiel auf Word, Excel oder sowas zugreifen kann. Was auch eine Besonderheit ist von dem System, diese Geschichte mit den DLLs. Die kennen Sie ja vielleicht, die System-Setups, die installieren wild irgendwelche DLLs ins Systemverzeichnis. Musste man ja leider auch immer tun, damit man neuere Versionen hat als Anwender, als Programmierer. Und stört eventuell alte Applikationen, die damit nicht mehr laufen. Das nimmt jetzt hier ein Ende, denn es ist so, man kann das alte Setup ganz normal starten. Es wird auch so getan, als ob es ins Systemverzeichnis kopiert wird, aber in Wirklichkeit kopiert das Betriebssystem es in einen extra Bereich, die zur Anwendung gehört. Und das Anwendungsprogramm verwendet immer seine eigenen DLLs, OCXe und entsprechende Programme, alles, was es eben so installiert, nur für sich und nur diese werden auch gestartet. Das ist wirklich ein Knüller bei der Geschichte. Wenn Sie nämlich eine andere Applikation starten, hat die auch automatisch die richtigen DLLs, die sie nämlich selber installiert hat und kann andere Anwendungen nicht stören. Das ist eigentlich auch eine ganz tolle Geschichte. So gibt es natürlich noch viele Erweiterungen, die dazugekommen sind, gerade auch im administrativen und Netzwerkbereich, das ist ganz klar. Können wir Ihnen auch nicht alles zeigen. Einen kleinen Wermutstropfen muss man allerdings auch
mal erzählen, es ist leider den vielen Raubkopien zu verdanken, dass es jetzt einen Kopierschutz gibt, der bei XP eingeführt wurde, und zwar die sogenannte Aktivierung. Das bedeutet, beim Installieren des Betriebssystems merkt es sich bestimmte Eigenschaften, Harddisk, Prozessor und so weiter, und man muss dann einen Code zur Freischaltung eingeben. Diesen Code kann man telefonisch erfragen oder auch automatisch per Internet, wenn die Internetverbindung zu dem Zeitpunkt funktioniert, dann installieren lassen, und dann wird es freigeschaltet. Wenn man dann den Prozessor austauscht oder Motherboard wechselt oder sowas, dann ist der Code natürlich nicht mehr gültig, dann muss man einen neuen Code beantragen. Das soll aber recht formlos gehen. Man ruft einfach bei Microsoft an einer speziellen Nummer an, kriegt einen neuen Aktivierungskey. Muss man halt dann auch jedes Mal bei einem größeren Wechsel machen. Kleinere Hardwarewechsel werden nicht davon betroffen sein, also wenn man eine Harddisk dazu baut oder was dazu steckt, das ist klar. Genau sagt Microsoft da nicht, was eigentlich jetzt verglichen wird. Mal schauen, wie sich das mit dem Kopierschutz im Laufe der Zeit bewährt. Ich selber habe mit anderen Programmen, die sowas verwenden, leider keine guten Erfahrungen gemacht. Eine Erfahrung war zum Beispiel, dass wenn die Firma hops geht, dass man dann natürlich keinen neuen Code mehr bekommt. Das kann uns bei Microsoft wohl nicht passieren. Und eine andere Geschichte war, dass sein Code plötzlich mal seine Funktion verlor, weil sich angeblich die Hardware änderte, was auch nicht der Fall war, führte dann zu etwas Ärger, weil dadurch eine fehlerhafte Applikation erzeugt wurde. Ich denke, auch da wird man hier keine großen Schwierigkeiten haben, denn Microsoft wird auch einen 24-Stunden-Service anbieten. Auch am Wochenende kann man dann anrufen, einen neuen Code verlangen, und das ist wirklich formlos. Muss man nicht genau begründen, warum man jetzt ein neues Motherboard gekauft hat und ob man auch je die alte Version vernichtet hat. Aber es wird sicherlich einen bestimmten Schutz bedeuten für die Produkte. Und es ist auch so, dass große Firmen eine spezielle Lizenz erwerben können, wo man diese ganze Aktivierung dann nicht braucht, sodass sie dieses Theater nicht haben. Das ist halt für den einzelnen Benutzer jetzt, und das ist wirklich eine Geschichte, die man schon verstehen kann, denn da wurde schon viel Schindluder in der Vergangenheit mit betrieben. Hatte ich auch schon mal das Problem, eine Präsentation machen zu wollen mit einem großen Bildschirm, vielleicht sogar im Freien, bei Taglichtbedingungen, was ja besonders schwierig ist. Da braucht man eine recht lichtstarke Projektoren normalerweise. Das ist hier anders. Bei MediaVision haben wir einen Bildschirm gefunden, der es ermöglicht, auch bei Taglicht eine Projektion zu machen. Holomagic nennt sich das Ganze. Und zwar ist das jetzt hier praktisch wie eine Leinwand. In dieser Leinwand, in dieser Folie hier drin sind lauter kleine Glaskügelchen, die das Licht bündeln und damit sehr lichtstark sind. Sie sehen das auch schon, das überstrahlt fast alles. Auch von der Seite kann man noch recht gut das ganze Bild erkennen. Das ist eigentlich wirklich faszinierend. Wir haben aber hier noch eine Besonderheit. Es sind nämlich hier zwei Exciters montiert. Das sind elektrodynamische Systeme, die diese Membranen sozusagen zum Schwingen anregen. Das sieht man hier, das ist hier auf der Rückseite aufgebracht. Und das Ganze wirkt dann wie ein großer Lautsprecher. Man hört es auch stereomäßig, plastisch im Raum. Das ist eigentlich ganz faszinierend vom Klangerlebnis her. Und damit natürlich eine interessante Möglichkeit. Man wird in der Praxis natürlich diese beiden Exciters nicht im Bildschirm anbringen, sondern außerhalb. Man nimmt eine etwas größere Fläche. Das gibt es hier bei diesem System auch. Das kann man ganz nach Wunsch sich dann nachher entsprechend bestellen. Und dann hat man eigentlich ein ganz tolles Projektionssystem an der Hand. Die Auflösung bei Digitalkameras, die nimmt ja stetig zu. Hier haben wir eine Kamera mit 5,2 Megapixel. Das ist die erste weltweit bei Minolta. Und die Kamera hat es aber in sich, nicht nur die hohe Auflösung. Ich zeige Ihnen mal ein bisschen, was man da machen kann. Erstmal müssen diese 5,2 Megapixel natürlich auch irgendwo gespeichert werden. Dazu gibt es hier eine Kompakt-Flash-Karte, die kann man hier reinstecken. Standardmäßig wird eine 16-Megabyte-Karte mitgeliefert. Da passt bei der höchsten Auflösung genau ein Bild drauf. Eine 64-MB-Karte kann man natürlich einstecken, aber was Besonderes, man kann auch eine 1-Giga-Festplatte einstecken. Das ist diese IBM-Platte, die berühmte, die im Compact Flash 2-Format vorliegt. Also da hat man dann wirklich genügend Platz auch für die hohe Auflösung. Natürlich kann man die Kamera auch umstellen auf niedrige Auflösung, wenn man nicht immer diese hohe Auflösung natürlich braucht. Das ist ganz klar. Aber die Kamera hat noch viel, viel mehr. Was ganz Tolles ist der Zoom. Der geht nämlich von 28 mm bis 200 mm. Das ist eigentlich wirklich eine Besonderheit. Ein sehr hoher Bereich. Da hat man eigentlich tolle Möglichkeiten, im Telebereich auch Aufnahmen dann zu machen. Dann der Sucher ist auch sehr nett. Man sieht hinten das LCD-Bild, aber wenn man das Auge ranhält, dann schaltet er automatisch die LCD aus, spart Strom. Das ist ganz hilfreich. Man kann den Sucher auch nach oben klappen. Das werden viele Fotografen gerne mögen. Man können sich so hier das Bild anschauen, wie man es gewohnt ist. Hier ist ein Blitzlicht noch mit eingebaut. Das kann man hier ausklappen. Aber wenn man das eingebaute Blitzlicht nicht mag, das ist ja nicht immer optimal, da ist hier auch ein ganz normaler Schuh, ein Standardschuh, sodass man sein normales, großes Blitzlicht auch anschließen kann direkt. Die Bedienelemente sind ganz praktisch angeordnet. Hier kann man Auflösungen und Modis einstellen. Da gibt es natürlich tausend Sachen. Aber ich zeige Ihnen mal jetzt einfach, wir machen mal eine kleine Aufnahme. Ich schalte es mal ein, das Teil. So. Jetzt werden wir mal hier unsere Kamera fotografieren.
Mit dem Zoom kann ich mir das jetzt hier schön einstellen. Und das werden wir jetzt immer gleich machen. Klack. So, und jetzt speichert ihr die ganzen Daten erstmal hier auf dem Compact Flash, das ist ganz klar. Und wenn wir fertig sind, ich bereite es hier schon mal vor, muss ja jetzt warten, bis es ja übertragen ist, dann kann ich das zum Beispiel über USB übertragen auf meinen Rechner. Natürlich kann ich auch die Compact Flash rausnehmen und dann den Adapter stecken und so die Daten übertragen. Das kann man also ganz nach Wunsch, ganz nach Geschmack machen. Ich kann das hier schon mal vorbereiten, jetzt stecken wir das hier mal rein. So werden wir hier gleich die Datenübertragung kriegen, sobald es jetzt hier voll übertragen ist. So, und dann schalte ich jetzt hier gleich mal den Modus um. Da gibt es natürlich auch einen Play-Modus. Man kann sich also die Bilder, die bereits gespeichert sind, dann auf der LCD-Anzeige auf der Rückseite entsprechend ansehen lassen. Man hat noch was Hübsches. Man kann auch kleine Videos aufzeichnen, ohne Audio allerdings. Das macht er also mit Sequenzen als AVI-Film. So, jetzt bin ich hier bei der Übertragung und ich muss jetzt hier unten ein Menü, das übrigens auch sehr komfortabel gestaltet ist, noch betätigen. Machen wir das mal. Die USB-Verbindung ist nämlich jetzt verfügbar. Und jetzt kann ich hier zum Rechner gehen. Wir haben hier ein Mac und in Photoshop und ich kann im Photoshop hier einfach einen Folder aufmachen. Das werde ich jetzt hier mal tun. Datei öffnen, wie man es normal gewöhnt ist, Bilder zu öffnen. Das ist hier die Untitled-Karte, die ich habe. Und da findet sich jetzt ein TIFF-Bild. Die hohe Auflösung wird als TIFF gespeichert. Und die überträgt dann natürlich, dauert jetzt einen kleinen Moment, zum Rechner. Und dann kann ich anschließend das Bild weiter bearbeiten. Das Besondere bei dieser hohen Auflösung ist, dass man jetzt erstmalig auch sinnvoll Ausschnittvergrößerungen machen kann. Die Auflösung ist so hoch, dass auch Ausschnitte noch ausreichend hochauflösend sind, um sie dann nachher noch auszudrucken. Das ist etwas Besonderes wirklich. Früher musste man bei Digitalkameras immer darauf achten, dass man gleich den richtigen Ausschnitt hat. So wie aus der alten Fototechnik mit diesen Ausschnittsvergrößerungen war das noch nicht so optimal. Aber das geht jetzt hier wirklich ganz, ganz komfortabel. Sie sehen, es geht auch relativ rasch. Auch mit Compact Flash geht es natürlich sehr schnell, dann ist es ganz klar. Oder wenn Sie diese kleine Festplatte einsetzen, können Sie Ihre ganzen Bilder dann in einen Schwupp übertragen, hat man also ganz schnell seine Daten da. Und das werden wir jetzt gleich machen. Dann können wir ein bisschen nachbearbeiten und reinzoomen. Das ist eigentlich wirklich eine ganz faszinierende Geschichte. Und die Kamera ist übrigens auch recht leicht, also das ist natürlich auch wichtig, wenn Sie die mal unterwegs mitnehmen wollen. Ist nicht zu schwer und hat hier Standard-Akkus eingebaut. Da kann man sich Hochleistungs-Akkus reinbauen, hat dann auch ausreichende Betriebsstunden nachher. Das ist also auch kein Problem, die kriegt man überall her. Es ist also kein exotisches Format verwendet worden, sondern wirklich diese Standard 1,4, 1,5 Volt Zellen. Und hier bin ich auch schon mit meinem Bild und das kann ich jetzt hier mal vergrößern. Dann werden Sie gleich sehen, wie hoch unsere Auflösung ist. Sie sehen schon, der Eckhard, jetzt sind wir schon erst bei 50%, 16%, jetzt bin ich bei 100% Bildschirmgröße. Also Bildschirm hat eine viel, viel geringere Auflösung als diese 5,2 Megapixel, die ich hier habe. Und da habe ich jetzt mal einen Ausschnitt zum Beispiel, den könnte ich jetzt natürlich auf einem der Drucker hier dann auch entsprechend ausgeben.